49 internationale Künstlerinnen und Künstler beteiligen sich an der Wanderausstellung zu der Frage: Haben wir Frieden im Land 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg? Malerei, Grafik, Skulpturen, Objekte, Installationen geben Antwort auf dieses gesellschaftlich bedeutsame Thema. An 11 unterschiedlichen Orten wird diese Ausstellung zu sehen sein. Am 21. Juni in Hale, einem kleinen Ort mitten in Schleswig-Holstein. Dort betreiben Jürgen Baum und Renate Basten eine kleine Kunstwerkstatt, idyllisch gelegen und mit viel Platz auch für Veranstaltungen außerhalb des Ausstellungsraumes. Und ich freue mich auch sehr, dass unser Bürgermeister gekommen ist, Bernd Holm, und unser Kreispräsident, Herr Klebsen. Und jetzt wird Bernd ein paar Worte zu euch sagen. Ich begrüße Sie alle recht herzlich hier in Hale in dieser Kunstwerkstatt. So ist das doch richtig, ne? Ja. Genau. Liebe Renate, lieber Jürgen, einen herzlichen Dank für eure Einladung, der ich sehr gerne gefolgt bin. Und 70 nach 45 lautet der Titel eurer Wanderausstellung, die ihr beiden initiiert und organisiert habt und auch diese durchführt in unserem Lande. Der Titel bzw. die Frage: Haben wir Frieden im Land 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges? Stellten sich 49 internationale Künstler und Künstlerinnen und erschufen ca. 60 Kunstwerke, die zum Teil in jedem steht und zum anderen hier in Hale in der Kunstwerkstatt ausgestellt sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche der Ausstellung einen guten Erfolg und viel Besucher und uns für heute einen interessanten Abend bei Lagerfeuer, Musik und einem bunten Kulturprogramm. Vielen Dank. Verehrte Gäste, ich bin heute sehr gerne zu Ihnen gekommen, weil ich sozusagen einer Generation angehöre, die dieses Jahr 70 geworden ist. Das heißt, 70 nach 45 passt ja auch nicht genau. Aber deshalb haben Sie nicht diese Ausstellung konzipiert, sondern sozusagen 70 Jahre nach Kriegsende bedarf es einer immerwährenden Mahnung, dass Frieden nicht selbstverständlich ist. Ich denke, das wird jedem von uns ja gegenwärtig. Ich sage öfter mal, ich mache gar nicht mehr ins Fernsehen gucken und schauen, wie viele Kriege, Bürgerkriege es auf dieser Welt gibt. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin ja nun sozusagen als Jahrgang 45 groß geworden, ohne Großväter. Die waren alle im Krieg geblieben, sozusagen nur von Frauen erzogen worden. Und von daher ist das schon etwas, was auch teilweise, und wir haben uns ja auch als Mitschüler darüber unterhalten, uns geprägt hat. Aber etwas Zweites hat uns noch geprägt,
Es wurde im Grunde genommen darüber gar nicht gesprochen. Es wurde nicht darüber gesprochen. Aus welchen Gründen auch immer. Oder es wurde nur über einzelne Aspekte gesprochen, weil meine eine Großmutter kam aus Ostpreußen, also die hat natürlich über Heimat gesprochen. In einer Verklärung, aber nicht über Krieg. Das muss man so sehen. Und ich denke, von daher ist es wichtig, ich und Künstlerinnen und Künstler mischen sich ja immer ein in Aktuelles. Das ist ja auch Aufgabe von Kunst. Und natürlich ist es so, dass jedes Kunstwerk, was man sieht, löst bei jedem Betrachter was anderes auf. Jeder sieht das mit eigenen Augen. Aber Sie wollen mahnen, Sie wollen sozusagen mit einer Gesamtperspektive an verschiedenen Kunstwerken wollen Sie mahnen. Und das finde ich sehr gut. Und es bedarf auch dieser Mahnung, das hatte ich ja schon gesagt, weil leider in unserer Welt kein Frieden ist. Und dafür danke ich allen, die dazu beigetragen haben, die mitgewirkt haben. Und ich hätte natürlich, da ich auch schon mal in Jevenstedt wohnte, hätte ich natürlich gerne auch in Jevenstedt teilgenommen. Ich konnte nicht an der Termine nehmen. Und was ich heute noch gelernt habe, ich habe heute ein völlig neues Instrument kennengelernt. Das ist alleine schon den Besuch bei Ihnen wert. Irgendwann ist immer das erste Mal. Irgendwann ist das erste Mal. Ich wünsche uns also noch wirklich einen schönen Abend mit vielen guten Gesprächen. Und ich hoffe, dass diese Ausstellung in Ihrem Sinne nachwirkt. Vielen Dank. Und vor allen Dingen sind ja auch die Künstler da, denen Sie ja eben auch gedankt haben. Und es sind noch welche anwesend. Die dürfen wir nicht vergessen. Bitte. Zeigt euch doch mal. Denn die kann man ja auch noch mal fragen. In der Kirche. Ja, gleich nicht. So. Haben wir genug geredet? Ich glaube, ja. Irgendwas Wichtiges noch? Was für... Naja, das eigentlich Wichtige soll ja jetzt gleich draußen auch ablaufen. Jetzt kriegen wir einen Theatersketch zu sehen von der Rendsburger Gruppe. Weil die gestern in Hamburg aufgetreten sind, im Thalia Theater, sind nicht alle dabei. Deshalb müssen wir einspringen und das, wie nennt man das? Die Crew, nee, das Ensemble müssen wir ein bisschen verstärken. Familie! Politik! Aus den stürmischen Wogen meines Gedankenmeers recke ich meinen Arm auf der Suche nach Hilfe. Und du, mein Freund, du, der du dort am Ufer sitzt, in der leuchtenden Flamme der Freiheit, reich mir deine Hand. Ich weiß dir auch Damen, die schrieben es mit, die mit dir wuchsen und verwoben sind, die Alten, die Nachbarn. Was falsch war, war richtig, und was richtig war, alt. Hab's später verflucht, ein brüchiger Halt. Die Jungen sind Kerls
und ein Kerl, der gewinnt. Stark waren wir Jungs mit der Trommel. Wer Deutsch, nicht Deutsch zu sprechen, kein Recht auf einen Deutschkurs zu haben und so viel Lust haben, Freunde zu finden. Ich spreche für Ali, Rechtsanwalt aus dem Iran. Es bedeutet, krank zu werden. Die Symptome sind Schlaflosigkeit, Depressionen, Magengeschwüre, Panikattacken, Hautausschlag, Haarausfall, Angst, Kopfschmerzen, Selbstmordgedanken, Minderwertigkeitsgefühle. Die Diagnose ist Asylbewerber. Bak şimdi. Kur'an'a ders mi gidelim? Şurada müzik mi? Müzik. Blok da mı? Hadi gel. Oh,